Sie kandidieren mit dem Slogan «Die echte Bündnerin». Was meinen Sie da damit? Das sind noch zwei Sachen. Zürcherin haben wir schon. Ich finde, es ist Zeit für auch eine Bündnerin. Und Bündnerinnen hat es jetzt zwar sehr viele Kandidatinnen, aber viele halt auch hinter einem Spitzenkandidat oder hinter einem bisherigen stehen. Und bei FDP ist es so, dass es keinen Spitzenkandidat gibt und auch keinen bisherigen. Und darum finde ich, bin ich die echte Bündnerin, um auf Bern zu schicken. Auf Ihrer Homepage findet sich die Rubrik «Testimonials». Die können potenzielle Wähler schauen, was andere Leute so über sie sagen. Ich habe dort 5 Aussagen gefunden und 3 von diesen 5 Aussagen sind unter Vera Stifler erfasst. Also Vera Stifler, Gemeindepräsident Chur zum Beispiel. Die erste Frage ist, haben Sie da wirklich nur 5 Leute gefunden, die etwas Nettes über sie wollen sagen? Und ist das nicht nur mäßig professionell gemacht in diesem Fall? Also zur ersten Frage, nein, ich habe mehr als 5, ich habe es aber noch nicht aktualisiert. Und zur zweiten Frage ist, ja, diese Webseite, das ist ein Produkt, das man kriegt jetzt schweizweit, wo man kann relativ günstig pro Monat quasi mieten. Und das hat tatsächlich gewisse Defizite. Also obwohl das online eingespeisen wird von jemandem, das Testimonial muss ich es nachher von Hand erfassen. Und dann gibt es eben so Sachen, dass plötzlich steht, dass das von Vera Stifler erfasst ist. Und dann muss ich eigentlich nachher immer von Hand noch korrigieren. Besonders auf Social Media sind Sie sehr aktiv, machen auch dort fast schon penetrant Wahlkampf. Haben Sie schon Reaktionen darauf bekommen, für Ihre Art Wahlkampf zu machen? Sehr viel Kompliment. Die Leute schätzen, dass man sehr aktiv ist. Ich bin auf Instagram und auf Facebook aktiv, sehr bewusst. Penetrant finde ich es nicht. Ich finde, penetrant ist dann, wenn man noch Werbung schaltet, und das mache ich bewusst nicht. Sie sprechen auf Ihrer Homepage auch an, dass Sie sich unter anderem auch für umweltpolitische Themen einsetzen. Sie betonen aber auch, dass man das nicht vergessen darf, dass es muss realistisch sein, wie man das umsetzen will. Jetzt umweltpolitisch ist so ein Thema, das momentan alle machen. Wäre es nicht ein besseres Alleinstellungsmerkmal, das einfach nicht anzusprechen? Nein, also die Umwelt oder ich sage dann mal wirklich Nachhaltigkeit, das betrifft uns alle. Bis vor kurzem haben wir von Nachhaltigkeit geredet und dort ja nicht nur die ökologischen Aspekte gemeint, sondern auch die sozialen und die ökonomischen. Das geht im Moment in der ganzen Debatte ein bisschen verloren, finde ich schade. Und nein, ich würde es sehr schade finden, wenn man nicht davon redet, weil es geht um unsere Zukunft, es betrifft uns alle, es betrifft meine Kinder und darum finde ich, gehört das auf die politische Agenda. Welchem Politiker oder welcher Politikerin haben Sie es heute am wenigsten auf der gleichen Bühne? Im Moment würde ich sagen mit dem Herrn Rösti. Würden Sie mir bitte anfangen, die 2. Strophe von Nationalhymne zu zitieren? Nein, das würde ich nicht. Ich kenne sie nämlich nicht. Für was gibt die Schweiz Ihrer Meinung nach aktuell am unsinnigsten Geld aus? Wahrscheinlich für mehrere Sachen, wenn wir jetzt graben gehen. Wir können jetzt speziell nicht in den Sinn, aber ich finde, sie gibt auch für ganz viel Gutes Geld aus. Und das ist zum Beispiel das Hilfswerk. Was können Sie besser als die anderen Nationalratskandidaten und Kandidatinnen? Ich kenne noch nicht alle persönlich. Die lernen auf den Podien kennen. Ich denke, wir ergänzen uns alle sehr gut. Am besten wählt man uns alle auf Bern, dann gibt es eine super Legislatur. Ja. Danke Ihnen vielmals, das wäre schon gewesen.